Fenja kam vor 2 Wochen mit dem Flieger aus Oregon zum Bodensee. Tanja soll die wilde Mustangstute zähmen. Ich hatte schon immer diesen Traum, einmal einen Mustang zu zähmen. Sie haben so was ganz Reines und das fasziniert mich und da kann ich ganz viel lernen. Wir nehmen es als Selbstverständlichkeit, dass wir einfach ein Pferd haben, führen können und anfassen. Aber diese Pferde kannst du nicht anfassen. Mustangs sind wildlebende Pferde aus Nordamerika. Doch der amerikanische Mythos wird aus seinem natürlichen Lebensraum verjagt. Die mächtigen Viehzüchter sehen Mustangs als Futterkonkurrenz zu ihren Rinderherden. Von geschätzten 100.000 wilden Mustangs wird etwa die Hälfte in Sammelstellen zusammengepfercht. Von dort aus versteigert, adoptiert oder illegal zur Wurst gemacht. Jetzt möchte ich erstmal, dass sie mir folgt. Und das mache ich frei, weil dann steht kein Strick zwischen uns. Fenja hatte Glück. Über die Initiative American Mustangs Germany kam sie als eines von 22 Pferden dieses Jahr nach Deutschland. Versierte Trainer wie Tanja sollen zeigen, dass Mustangs sich auch hierzulande gut anpassen können. In 100 Tagen soll sie aus dem Wildpferd ein adoptionsfähiges Familien- und Sportpferd machen. Und das braucht natürlich seine Zeit, bis sie sich dir öffnen, bis du wirklich dieses Geschenk von den Pferden bekommst, dass du sie berühren darfst. Und das ist ein ganz besonderer Moment. Tanja liebt Pferde seit ihrem 6. Lebensjahr. Nach dem Abitur reist sie nach Kalifornien und trainiert dort zum ersten Mal wilde Mustangs. Ihre erste gezähmte Stute war Naira. Und was nach 100 Tagen Training mit den wilden Pferden alles geht, zeigte Tanja vergangenes Jahr auf dem Mustang Makeover in Aachen. Sinn der Veranstaltung, die gezähmten Mustangs in gute Hände zu verkaufen. Naira ging für 11.000 Euro auf einen schönen Pferdehof in die Eifel. Das Endziel ist, dass sie ein vertrauensvoller Partner wird, durch dick und dünn geht und sich dann vielleicht natürlich auch reiten lässt. Bis Fenja geritten werden kann, wird's noch jede Menge Vertrauen und Arbeit für Tanja kosten. Trotzdem möchte sie wenigstens einigen Mustangs ihr schlimmes Schicksal in den USA ersparen. Kritiker sagen, ein paar Pferde aufwendig nach Deutschland zu vermitteln, sei ein Tropfen auf den heißen Stein. Tanja findet das nicht. Auf langfristige Sicht habe ich schon den Eindruck, dass es eine super Sache für dieses Pferd ist. Klar, sie hat Stress beim Transport. Aber hier findet sie ein neues Zuhause. Dieses Leben ist besser natürlich als in so einer Auffangstation mit 46.000 anderen Pferden. Die Pferdeflüsterin vom Bodensee sieht sich nicht als Retterin. Sie möchte Botschafterin sein für eine bedrohte amerikanische Legende, den Mustang.